Herr Dr. Albert, strenge Ausschlusskriterien für nachhaltiges Investieren verkleinern das Anlageuniversum. Für zwei Ihrer Fonds, den Lupus Alpha Sustainable Smaller Euro Champions und den Lupus Alpha Sustainable Smaller Pan-European Champions, haben Sie ESG-Kriterien gerade verbindlich festgeschrieben. Aber nimmt Ihnen das nicht den Spielraum für aktives Management? Ja, wir haben ja die schöne Situation, dass wir ein sehr großes Universum haben an Werten mit über 1000 Werten, in die wir investieren können. Und die ESG-Kriterien, die wir hier anwenden, sind einfach noch mehr Kriterien als die, die wir aus der fundamentalen Analyse heraus kennen. Und das ist insofern für uns gar nichts Neues, weil wir sowieso auf viele Kriterien schauen. Und der Unterschied, der hier besteht, ist, dass wir einfach Dinge kodifiziert haben, die man fundamental vorher angeschaut hat. Und die Einschränkung des Universums ist natürlich gegeben, sonst wäre es ja kein ESG-Ansatz. Aber die Einschränkung des Universums ist nicht so bedeutend, weil man einfach aus einer solchen Vielfalt von Unternehmen, von Branchen, von Themen wählen kann und jetzt eben bei einigen Themen genauer hinschaut, Kriterien beachtet, aber insgesamt die Freiheit des Investierens dadurch nicht leidet. Inwiefern besteht bei der Titelselektion der Zwang, sich nur auf die Unternehmen mit den besten ESG-Ratings zu konzentrieren? Können Sie da überhaupt noch aktiv Alpha erzielen? Ja, die ESG-Kriterien und das Alpha, das hat primär erstmal gar nichts miteinander zu tun. Es ist so, dass eine Einzeltitelauswahl, die sich nur an den ESG-Kriterien orientiert, nicht sinnvoll ist. Das wäre viel zu eindimensional. Die Unternehmen, die wir in dem Fonds haben, die sind aus vielerlei Gesichtspunkten her zu betrachten. Und das Alpha kommt nicht trotz oder wegen der ESG-Kriterien, sondern das Alpha kommt einfach daraus, dass sich ein Unternehmen ganz anders entwickelt und vielleicht viel besser entwickelt, als man das bei einer einfachen Analyse sofort sehen kann. Und die ESG-Kriterien sind einfach zusätzliche Kriterien, die in diese Analyse mit einfließen. Aber eine 1-zu-1-Beziehung und schon gar eine einfache 1-zu-1-Beziehung gibt es nicht. Ein verbessertes Risikomanagement ist ein Aspekt, der für nachhaltiges Investieren häufig ins Feld geführt wird. Wie sehen Sie das? Ist das so? Das ist definitiv dann der Fall, wenn man auf den sehr bedeutenden Faktor Governance, das ist das G in den ESG-Kriterien, auf den Faktor Governance, also gute Unternehmensführung, gute Unternehmensstruktur schaut. Das ist letztlich in der fundamentalen Analyse immer schon ein ganz wichtiger Punkt gewesen, weil natürlich das beste Risikomanagement darin besteht, dass man Risiken gar nicht erst eingeht. Und Risiken nicht einzugehen hat viel damit zu tun, wie die Unternehmensorgane, also der Vorstand und der Aufsichtsrat, die Eigentümerstruktur, die Einbindung der Öffentlichkeit, wie diese Dinge zusammenarbeiten, das ist immer noch das beste Risikomanagement. Und das führt durch die ESG-Thematik heute dazu, dass man da genauer drauf guckt und vor allen Dingen auch messbarer drauf guckt, als es früher der Fall war. Aber das ist tatsächlich von der Risikoperspektive sehr unterstützend für eine positive Performance. Nachhaltiges Investieren, wir haben ja eben gerade gehört, Sie haben jüngst Fonds umbenannt. Ist das jetzt ein neues Thema bei Lupus Alpha? Also als Investor, der in Small-Mid-Cap-Unternehmen aus dem Universum der europäischen Werte investiert, war nachhaltiges Investieren immer ein Thema. Viele Geschäftsmodelle zeichnen sich dadurch aus, dass sie nur erfolgreich sein können, wenn sie nachhaltig sind, wenn sie über einen längeren Zeitraum angelegt sind, wenn sie keine Kurzfristperspektive einnehmen. Und natürlich kann sich ein Unternehmen nicht gegen die Anforderungen, die eine Gesellschaft, die Nachfrage an dieses Unternehmen stellen, wenden. Das führt sicherlich nicht zu ökonomischem Erfolg. Was Neues im Vergleich zu früher ist, dass man solche Kriterien messbar macht, sichtbar macht. Aber es war immer schon klar, dass das nachhaltiges Investieren auch aus einer ökonomischen Perspektive heraus überlegen ist. Und von daher ist das vom Handwerklichen her für uns nicht neu. Was neu für uns ist und was auch neu für die Kunden ist, ist, dass man heute mehr an Informationen hat, mehr an Informationen zu Kriterien, die früher schlichtweg nicht so sichtbar waren und heute auch anders betont werden und deshalb auch in dem Agieren und in dem Denken der Unternehmen heute eine andere Rolle einnehmen. Und das ist ja auch das Ziel dieser Art des Investierens. Vielen Dank, Herr Dr. Albert, für das Gespräch. Frau Locke, das war mir eine große Freude. Vielen Dank.